Hallo und herzlich willkommen zum 21. Türchen des Adventskalenders. Und nachdem wir gestern das Event beendet haben und endlich auch die STG auf Gold spielen konnten, dachte ich mir, komm, dann guck mal, was die AS44 noch braucht. Um die auch auf Gold zu bekommen. Und ja, zu meiner Verwunderung braucht die eben fast noch die kompletten 100 Weitschüsse. Denn die Waffe ist ganz gut, ne, wenn man sie spielt wie eine MP, also mehr mit ihr rusht, ne, wenn man den richtigen Aufsatz beziehungsweise die richtigen Aufsätze benutzt, dann hat sie eine extrem hohe Feuerrate und ja, aus der Hüfte funktioniert sie recht gut. Nur halt die Weitschüsse, die sind nicht so prickelnd. Von daher müsst ihr auch entschuldigen, dass ich jetzt in dem Gameplay immer wieder auf den Spot draufkletter, aber es ist einfach zu verführerisch. Seht ihr? Ne? Er hat Hits gekriegt von mir und ich kriege ihn einfach auf Distanz nicht tot, obwohl das Hardcore ist. Ich habe schon dieses komische Visier habe ich schon drauf genommen, weil dadurch der Rückstoß und die Präzision erhöht wird. Jeweils um 2 Punkte. Und das Visier war ja bei der Own super. Ne? Die blieb ja richtig stabil. Da kommt man ja wirklich across the map, konnte mit der MP ballern. Na, da ist es genau umgekehrt. Also die ist, obwohl ich komplett die stabil gebaut habe, ist die auf Distanz sehr, sehr unruhig und hat, selbst wenn ich die aufgebockt habe, hat die trotzdem noch einen gewissen Rückstoß und man muss quasi bursten. Der lässt mich da von seinem komischen Rentierhund umballern. Kalle, kriegst du auch einen. Leider keinen Weitschuss. Na, deswegen, ich hab's versucht auf Haus zu machen. Ach, du hässliche. Kriegst den Kopf. Wichser. Feindliche Gleitbombe unterwegs. Interessant fand ich nur, weil er ist ja nicht mal eine normale Spielweise. Dieser bescheuerte Sniper. Ich bin ihm ganz dankbar, dass er permanent, also die Tonne, die gehört anscheinend ihm. Also die findet er toll. Ja. Ich habe zwar meine Schwierigkeiten, den über Distanz da wegzubekommen, aber der kommt immer wieder gerne. Das ist jetzt auch ein Bauplan von der AS44, den ich irgendwoher habe. Ich weiß nicht woher, ob der im Battle Pass drin war oder wo der Bauplan herkommt. Nichts Besonderes. Aber ich habe mir einfach gedacht, komm, wenn du einen Bauplan hast, benutze den einfach mal. Wieder irgendwo Camper. Ich sehe ihn nicht. Na egal. Und das ist Team Deathmatch. Fernschuss, die sind wichtig. Boah, es hat so übelst lange gedauert, ne? Diese bekackten Fernschüsse da mit der hinzubekommen. Da merkt ihr, ich habe Hummeln im Arsch. Dieses Rumgammeln, das liegt mir einfach nicht. Ja. Und was ich besonders interessant finde, ist ja, das Team Deathmatch. Team Deathmatch ist an für sich immer schnell vorbei. Aber guck mal, wo der da gammelt. Und ich höre schon auf zu schießen, weil ich denke, der ist platt. Die bekloppte Waffe, die hat echt, die macht wenig Schaden. Ja, also wenn ihr die auf Haus spielt oder auf Shipment und ja, munter aus der Hüfte feuert, ist das Ding super.
mit der hohen Feuerrate. Aber das ist so ein bisschen nervig. Also es war wirklich hart. So, ich denke mir, mein Kollege, der ist wieder da. Dann können wir mal wieder ein bisschen Duell machen. Oh, da ist was explodiert, da wird er wohl nicht sein. So. Da meine Mauer nicht mehr da ist, lege ich mir einfach mal hin. Und das Gute ist, er sieht mich wohl dann nicht. Weil im Gegensatz zu ihm spiegelt mein Visier nicht. Und ich habe ihn jetzt gerade weggeschnubbelt. Der kommt aber gerne immer wieder. Da habe ich irgendeinen Bug. Weiß nicht, ob das meine eigene Leiche ist, die da immer wieder in mich reinbackt. Da ist er schon wieder. Jetzt mal im Ernst, ne? Wie kann man so bescheuert sein? Ne? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Typ auch jetzt gerade seine Weitschüsse machen muss. Die linke Seite der Karte, die ist komplett tabu für mich. Weil da immer irgendwelche... Da, schon wieder. Da auch noch einen. Und ich denke mir, warte einfach, warte. Der kommt immer wieder. Da möchte er gerne durchlaufen und da kriege ich von der Seite. Schade. Einmal hier gucken, ob man irgendwo was sieht. Da ist eine Flagge. Scheiß was drauf, hat sich bewegt. Er kriegt. Von wo? Gucken, ist der Kollege da? Nein, noch nicht. Dann kriech ich mal hin. Feindliche Gleitbombe auf dem Weg zu uns. Aber irgendwie scheint er jetzt doch so ein bisschen die Lust verloren zu haben. Da kommt einer rausgehüpft. Kopfschuss, aber leider kein Weitschuss. Wir brauchen Weitschüsse. Was für eine schwache Vorstellung, Leute. Und da ist das Elend endlich vorbei. Macht es beim nächsten Mal besser. Und ich bin sogar auf dem zweiten Platz. Wie ich das gemacht habe, frag mich nicht. Und ich kriege den besten Spielzug. Direkt die Aktion vom Anfang. Ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. So, und da wir ein fettes Double-XP-Wochenende hatten, war es natürlich so ein bisschen ärgerlich. Weil die AS44, die war natürlich schon auf Maximum, von daher nutzte mir die... Die Doppel-XP nix. Und da habe ich mir gedacht, komm, auf allen Karten, wo du nicht die AS44 spielen kannst, beziehungsweise wo du keine Fernschüsse hinbekommen kannst, spielst du einfach mit deiner Sekundär und machst Pistol Only. Und da war ich mal wieder komplett irritiert. Weil der Gegner kämpft wie Sau. Meine Teammates campen wie Sau. Und das wird natürlich bestraft. Batsch. Kriegst einen Schädel, du dreckigen Camper.
Richtig. Gibt ein Digit Magazin. Quatsch. Dass ich nicht schneller als so eine doofe Pumpe bin. Da, du kriegst auch einen. Ehrlich, wie kann man so eklig sein? Und direkt im Spawn abcampen. Der flitzt durch, aber da kriegen wir doch noch. Was die Pumpe für eine Reichweite hat, ne? Ich habe den noch nicht mal gesehen, den Typen. Guck mal da lang. Er kommt da hochgecrouched. Ich denke mir, komm. Schick ihm mal die neue Brandbombe dahin. So, und da muss doch noch mehr gewesen sein. Ah ja. Wollte ich eigentlich vollstrecken, aber Schlag in den Nacken ist auch nicht schlecht. Aber echt, wie räudig, ne? Der liegt da an der Seite auf dem Boden rum. Ja, verfehlt. Krieg ich von so einem Rentierhund ein. Ah. Ja, was machst du hier, Kalle? Hauptsache, er hat eine MP und campt hinten im Spawn. Also, und dann gibt es Leute, die behaupten, die campt auch im Spawn. Batsch. Du kriegst einen. Mal eben nachladen. Da hinten gammelt einer. Das war Pech. Alles ruhig. Ja. Die feuern mit Raketenwerfer auf sich selbst. Quatsch. Quatsch. Batsch. Batsch. Brandgranate hin. Er gammelt da vorne. Also wirklich, ne? Manchmal denke ich mir, was ist mit den Blagen heutzutage los? Nicht verwunderlich. Wir haben natürlich eine Niederlage. Bei Campen kannst du so ein Spiel nicht gewinnen, aber ich krieg den besten Moment. Mit dem Daniel. Meiste Zeit in der Nähe von Gegnern. Weil ich nicht schimmel wie so ein Gregel-Amateur oder wie. Was ist das? Scheiß die Wand an. Numa Numa. Auf der Karte kann man mal wieder ein paar Weitschüsse sammeln. Da kenne ich so Palmen. Hardcore-Team Deathmatch. Beseitigt alle Bedrohungen. Ein klassischer Showdown. Kaum erwartet.
Das war Absicht natürlich. Ich wurde vom Teammate umgeballert gerade. Ich dachte schon, wer hat mich denn da erwischt? So. Ruf auf die Palme. Und dann mal geguckt in die Ferne. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile einen neuen Lauf, der mir einen gewissen Headshot-Bonus, Schadensbonus gibt. Und ihr seht, also, wenn ich auf die Übe ziele, dann, dann fallen sie doch recht schnell um. Was bei dieser AS 44 echt vonnöten ist. Nur nirgendwo was zu sehen. Da hinten auch nicht. Da nicht. Da. Bam. Seht ihr? Kopfschuss und dann, dann reicht es. So. Da haben wir eine neue Tarnung. Da. Kein Headshot, dann läuft er einfach weg. Headshot, fällt da um. Aber gab keinen Fernschuss, ne? Fernkämpfer. Mal hier einen toten Briefkasten setzen. Headshot. Bumm. Fragt mich jetzt nicht, welcher Lauf das ist, aber den kann ich bei der Aktion unbedingt empfehlen. Na, denn, wie gesagt, das Ding ist, ist bam. Sogar ein Wallbang. Und ein Bomber. Nochmal ein Headshot. Ach, läuft wie geschnitten Brot hier mit der Fernschüsse. So, Bomber raus. Verbündetes Bombardement im Anflug. Verbündete schicken eine Gleitbombe. Code geborgen. Da hat mich einer von der Palme geschossen. Aber frechelt, ne? Na egal. Gucken wir mal. Läuft da was? Da läuft nichts. Dann auch mal Gleitbombe raus. Gleitbombe finde ich immer ganz gut, weil man kriegt auch noch mal so einen kleinen Kartenüberblick und sieht alle die, beziehungsweise auch wo sich die Affen da aufhalten. Da. Wieder nur Hits. Die Elfen, die sind schon wieder da am Geiern. Da spawnt einer. Nämlich, er will auf die Palme. Fernkämpfer, sauber. Und die Vergeltung für den Sack. So. Ups. An der Palme vorbeigesprungen. Egal. Hau mal die Drohne raus. Leider kein Fernschuss. Und eventuell habe ich den noch gekriegt. Auf jeden Fall ein Sieg. Und ich habe eine schöne 6er KD, glaube ich sogar. Meiste Kopfschüsse. So, was lange währt, wird endlich gut. Mir fehlt noch ein einziger Fernschuss.
Ich bin zwar jetzt gerade ins laufende Spiel reingejoint, aber spielt ja keine Rolle. So. Komm. Den letzten. Schalldämpfer habe ich auch mal drauf gebuttert. Und da haben wir ihn. Zack, Herausforderung abgeschlossen. Gold freigeschaltet. So, da ich jetzt mit dem Ding fertig bin, kann ich euch dann mal den Bauplan, den ich gestern für das Beenden des Events bekommen habe, zeigen. Zack. Rambo, Drecksschleuder. So, das ist er. Sieht gut aus. Ne, schönes metallisches Grau und an der Seite sieht es aus, als wenn da so ein Horus-Auge drauf ist. Leider kann man ja bei Vanguard sich nicht mehr die Waffe angucken im Spiel. Weiß ich auch nicht, warum sie die Funktion nicht reingebaut haben. Die war so cool. DP27 heißt das Ding eigentlich. So. Sieg. Das war's. Nun haben wir STG auf Gold. AS44 auf Gold. Die komische Burst. Itra Burst haben wir auf Gold. Haben wir noch was auf Gold? Ich weiß es nicht. Momentan spiele ich mit der DMR. Und versuche die auf Gold zu machen. Warum? Frag mich nicht. Habe ich Bock drauf. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit beende ich die heutige Folge. Ich wünsche euch was und wir sehen uns morgen beim 22. Türchen.